Wir spielen jetzt 7 Fragen, 7 Köpfe. Viel Spaß. 7 Fragen, 7 Köpfe heute mit Tobias Mann, Ilka Bessin, Mirja Bös, Jochen Busse, Bülent Ceylan, mit Rüdiger Hoffmann und Martin Klempner. Special Guests heute Abend, Martin Rütter und Oliver Pocher. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und damit herzlich willkommen zu 7 Fragen, 7 Köpfe, dem lustigsten Wochenrückblick, den RTL zu bieten hat. Ich habe meine Lieblingskollegen, außer euch zwei natürlich, gebeten, uns ein paar schöne Geschichten zu erzählen. Und eure Aufgabe ist jetzt bei 7 Fragen, 7 Köpfe einfach rauszufinden, ist es richtig, ist es eine wahre Geschichte oder ist es die Geschichte falsch? Okay. Ihr werdet zeitgleich einloggen. Okay. Hört genau hin. Ist einfach. Natürlich gibt es pro richtigen Tipp einen Punkt. Und wer die meisten hat, Oliver, gewinnt das Spiel. Du bist sowas von ein Blitzgneiser. Fuchs. Dann starten wir mit Bülent Ceylan, bitte. Hey. Jetzt kommt eine Geschichte, bei der man nicht weiß, ist derjenige unfassbar dreist, dumm oder einfach nur ein Held. Ein 21-jähriger Mann ist mit seinem Auto gleich zweimal in den Eingangsbereich einer Tankstelle reingefahren. Ja, bei der zweiten Tankstelle fordert er auch noch den Mitarbeiter auf, ihm Geld aus der Kasse zu geben. Als der Kassierer sich weigerte, flüchtete der Mann und klaute auf seiner Flucht jedoch schnell noch eine Kiste Bier. Gegen 1 Uhr wollte er sich dann mit besagter Kiste Bier und einem Blumenstrauß bei der Polizei für seine Taten entschuldigen. Das Problem? Zuvor war er mit seinem Auto rückwärts in den Eingangsbereich des Polizeigebäudes gefahren. Vielleicht war er einfach nur mit den Spritpreisen unzufrieden? Jetzt kommt eure Aufgabe. Das ist übrigens mein absolutes Lieblingsspiel. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, ja. Aber Ach so. Ist die Geschichte wahr oder falsch? Was glaubt ihr? Bitte zeitgleich einloggen. Olli sagt wahr, Marin auch. Und damit liegt ihr richtig. Jawohl, für jeden einen Punkt. Das ist absolut korrekt. Mann, ihr habt das Spiel verstanden. Das ist schon mal die halbe Miete. Weiter geht's mit Ilka Bessin. Die Geschichte, die ich jetzt erzähle, die kommt aus Italien und wird keinen verwundern. Und zwar ein 27-jähriger Italiener war auf einer Porno-Webseite unterwegs. Kann ja mal passieren. Und naja, der wollte sich halt so ein paar Filme anschauen. Und beim Anschauen hat der so gekickt und war so ein bisschen irritiert. Und hat so geguckt und naja, dachte sich so, hä? Und dann sah der sich selbst im Film, wie der mit mehreren Darstellern und Darstellerinnen, wie der da so sich vergnügte. Und dieser Mann kontaktierte dann den Darsteller und die Überraschung war, er hat auf diesem Weg tatsächlich seinen eineigigen Zwillingsbruder gefunden. Kann sowas wirklich passieren oder hat sich das Ilka ausgedacht? Was glaubt ihr beiden? Ihr müsst einloggen. So, der Olli so. Wahr oder falsch? Du kannst ja so ein Mäppchen, wie früher ein Mäppchen hinstellen in der Schule. Ja. Olli glaubt wahr. Dieses gleichzeitig hat sehr gut funktioniert oder hast du schon eingeloggt? Martin ja, schon, sagt falsch. Schon. Entschuldigen Sie bitte. Und wir haben eine Auflösung da. Wir sehen den Film? Du glaubst wirklich, dass in so Pimperfilmen, dass man da Verwandte trifft? Das wäre doch schön. Wäre ja nicht das erste Mal. Bei dir vielleicht. Ja, aber deswegen, ich würde mich für Ilka und die Geschichte einfach sehr freuen. Wir haben eine Auflösung. Stimmt das oder nicht? Wir sehen den Film. Diese Meldung stimmt nicht. Man kann es eigentlich nicht besser sagen. Nein, ganz sympathisch auf den Punkt. Ja, sehr. Stimmt nicht. Mit Lächeln. Stimmt nicht. Mit Ü. Damit hat der Martin einen Punkt dazu gewonnen. Er hat gesagt, das ist falsch. Steht 2:1 für den Martin. Und weiter geht's mit einer liebenswerten Kollegin, zweifache Mama. Mirja Bös ist heute mit dabei. Und nun eine Liebesstory. Ein 67-jähriger Mann aus Malta hatte beim zuständigen Standesamt den Antrag gestellt, seine Mülltonne heiraten zu wollen. Seine Begründung, auf sie kann ich mich immer verlassen. Der Mann bezeichnete sich selbst als objektophil. Er habe nicht mehr viele Wünsche im Leben, nur diesen einen. Der Antrag wurde vom örtlichen Standesamt abgelehnt. Wie nennt man das, wenn die Tonne die Liebe verweigert? Müllabfuhr? Kann man eine Mülltonne heiraten, ist hier eine Frage. Gut, in Italien ist einiges. Also es ist ja so, also ich weiß, dass ja eine Frau tatsächlich einen Eiffelturm geheiratet hat. Und es gibt auch eine Frau, die einen Antrag gestellt hat, ihre Jukebox zu heiraten. Also diese Erkrankung gibt es wirklich.
Die Frage ist jetzt nur, ob das bei der Mülltonne auch so ist. Kann man Hunde eigentlich heiraten? Nein, aber ich kenne leider Menschen, die es regelmäßig versuchen. Glaubt ihr, war da falsch? Olli hat schon eingeloggt. Mülltonne glaube ich einfach nicht. Olli sagt, das ist wahr. Er durfte es ja nicht, aber versuchen kann man es ja mal. Martin sagt, das ist falsch. Und Mirja sagt uns, was Mülltonne, da musst du doch schon richtig einen an der Murmel haben. Ja, warum denn nicht? Der ist in Malta. Diese Meldung ist leider nur erfunden. Fake News. Okay, Punkt für den Martin. Olli, streng dich doch mal ein bisschen an. Mein Gott. Guck mal, du kriegst einen aufmunternden Applaus. Das ist doch schön. Wir kommen zu einer 7-Tage-Legende. Der Mann hat diese Sendung sehr, sehr lange, knapp 10 Jahre moderiert. Jochen Busse ist heute zu Gast und hat diese Geschichte für uns. Großer Streit bei unseren Nachbarn aus Belgien und Frankreich. Ein belgischer Landwirt hat einen Grenzstall um rund 2,30 Meter versetzt, rüber ins französische Territorium. Der Grund, er war davon genervt, dass er mit seinem Traktor stets um den Stein herumfahren musste. Aufgefallen ist das Ganze einem geschichtsbegeisterten Spaziergänger, der gesehen hatte, dass der Stein nicht mehr an derselben Stelle stand wie die 200 Jahre zuvor. Auch wenn er so mit Belgien vergrößert und Frankreich verkleinert hat, muss der Bauer nicht mit einer Strafe rechnen. Den Stein aber sollte er wieder an die richtige Stelle setzen. Was soll man da schon sagen? Außer, dass Inka Bause ihre Bauern überhaupt nicht mehr im Griff hat. Also, das hört sich ja eigentlich nach einem deutschen Amt an, sozusagen, ne? Ja, das ist ja die Frage. Gibt es sowas in Belgien und in Frankreich auch? Was glaubt ihr? Ich glaube, das ist die Wahrheit. Was sagt Olli? Leider auch. Aber Jochen Busse, vielleicht lügt er ja auch. Ja, das wäre schön, weil sonst wäre das Spiel jetzt beendet. Jochen, lügst du? Diese Meldung ist wahr. Und damit macht Martin seinen 4. Punkt und gewinnt das Spiel. 7 Fragen, 7 Köpfe. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank.